Oh, ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Meine lieben Freunde, ich bin der Badora und jetzt gleich sollte eigentlich die Horde auftauchen. Unser Bein ist leider gebrochen, das kann ich jetzt leider nicht ändern. Ich habe ein bisschen was getan aus der letzten Folge noch. Habe ich ja gesagt, wir ziehen um und ich habe unser Häuschen mittlerweile gefunden. Habe auch jetzt endlich die Möglichkeit, das kleine Pocketbike zu bauen. Yeah! Finally können wir endlich Motorrad fahren. Hab auch ein bisschen Sprit dabei, ein bisschen, ja nicht viel, aber ein bisschen. Da werde ich jetzt noch ein bisschen was einpacken für nachher. Habe ich denn überhaupt noch was? Ja, guck mal, da habe ich ja noch genug. Ach, das wollte ich ja sowieso dann mitnehmen, wenn die Horde dann jetzt endlich mal gekommen ist und das alles vorbei ist. Dann werden wir auf jeden Fall unser zweites Häuschen bauen. Das wird richtig lustig, meine Freunde. Oh, ich bin gespannt, was jetzt passiert. 21:55 Uhr. Oh Gott. Kommen sie oder nicht? Sie kommen! Ich höre sie! Und es gab heute sogar ein Update. Ein Update gab es für Performance-Verbesserung. Ich habe bis jetzt noch kein Lagging festgestellt, aber das wollen wir ja jetzt mal austesten. Das ist ja passend mit der Horde hier. Ja, okay, Lagging tut's immer noch, aber jetzt gerade war es nicht so schlimm wie sonst. Oh, bist du hingefallen? Alter, die sind alle drauf. Hey, Jungs, hier bin ich. Oh, der arme Hund. Guck mal, der stirbt da. Ups. Geh mal nach Hause. Voll die eklige Wespe hat mich hier voll gespritzt. Was macht er denn hier? Komm, wir gehen mal hier rüber. Hier ist noch gar nichts passiert, was? Ja, Fettsack. Boah, bist du dick. Ih, Wespe, irgendwo. Oder doch nicht? Stirb! Was die alle aushalten immer, ne? Aber zum Glück springen die jetzt auch endlich mal in den Graben da unten. Guck mal, der Affenmensch da. Der versucht da wieder rauszukommen. Aber nee, 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 Freundchen. Ist nicht. Alter, was sind die da alle für eine Disco? Na komm, ich wandere mal nochmal ein bisschen rüber hier. Dann rennen die auch noch ein bisschen mehr durch die Stacheln. Guck mal, da hinten kommen noch mehr. Schön. So ein Dicker sogar. Also Laggen tut's ja schon noch, aber echt nicht mehr so schlimm wie vorher, muss ich gestehen. Da haben sie doch schon so ein bisschen was gemacht. Sie haben meine Gebete erhört. Ist ja Wahnsinn. Lass mein Haus in Ruhe. Das bringt irgendwie nicht viel mit der blöden Armbrust hier, ne? Dreckstöhle. Wie ist er denn jetzt gestorben? Nö, 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 nö. Der Hund ist cool. So. Was ist für ein... Nee, guck mal, lassen wir auch mal in Ruhe. Oh, da ist wieder so ein Kriecher, ne? Mit sterben. Ah, die halten so viel aus, diese blöden Viecher. Das ist unnormal. So, jetzt gehe ich einfach mal hier nochmal lang und hoffe, dass die sich dann noch so ein bisschen in den Stacheln verhaken, die blöden Viecher. Und wenn das nichts bringt, dann springe ich halt runter und dann machen die schon den Abgang. Das wird schon. So, komm, ich springe hier mal rüber. Hier jetzt. Oh nein, mein Bein ist schon wieder gebrochen. It's not true. Benutzen. So, und wir trinken uns noch ein bisschen Mut an. Würde ich sagen, trink mal eben noch ein Bierchen. Sie spucken mich an.
benutzen. Wie, was ist das? Zappelhans, Klaus. Wow. Stirb. Stirb. Yes, er ist down. Ach, der Affenjunge. Affenjunge, oh Affenjunge. Haha, Affenjunge ist tot. Von hinten. Oh mein Gott. Oh no, oh no. Ich muss flüchten. Alter, sind die alle drauf. Und ich habe keine Munition mehr für die gute alte Schrotflinte. Das heißt, oh, der ist in den Graben gefallen. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen was bauen. Jetzt gleich Munition. Oh, das Lag ist aber echt nicht mehr so schlimm. Kann man sagen, was man will. Da habt ihr doch endlich mal was Gutes gemacht. Oh, jetzt habe ich hier im Steineplatte. Jetzt habe ich in die Steinplatte geschossen, wollte ich sagen. So, die sterben auch langsam, aber sicher. Das ist schön. Hui! Sehr schön. Die Horde ist ja gleich vorbei schon. Oh, der will nicht sterben. Ich kann da drauf schießen, was ich will. Es passiert nichts. Ganz ehrlich, es ist scheiße. Ich gehe jetzt hier nochmal rüber. Hier ist irgendwo noch so eine schwule Wespe. Ich höre sie doch. Ja, renn da rein. Genau. Fall in den Graben. Richtig so. Ey, du ekliges Kackvieh. Gib mir Honig. So, sehr schön. Ih, aber dieses vergammelte Fleisch möchte ich aber nicht dabei haben. Das ist eklig. Habt das jetzt bald? Was machen die da alle für einen Jump-Style hier? Oh, ist der dämlich. Es kotzt! Oh Gott, es ist immer so ein Herzklopfen, hier drüber zu springen. Jawohl, der Dick ist auch in Graben. Geil, so muss das sein. Jetzt sind es ja auch nicht mehr viele Stunden. Hey, in your face! Ich sollte mir hier vielleicht noch so eine Übergangsbrücke bauen. Das wäre vielleicht auch noch geil, so über den Graben hinweg. Dass ich nach da hinlaufen kann, das wäre oberepisch, wäre das. Vielleicht kann ich das ja, mal ausprobieren. Moment, wenn ich jetzt einfach mal so einen Holzrahmen nehme, nehme ich jetzt einfach mal so 3 Stück, fertige die mir an. So, jetzt tue ich mal den Holzknüppel weg und versuche mir die einfach mal hier dran zu klatschen, ob das funktioniert. Aber wenn ich hier nicht runterfalle, ist auch alles. So. Sehr schön. Und es hält das Ganze, das hätte ich nicht gedacht. So, da kann ich jetzt immer hier schön draufstehen und dann springen nämlich immer alle schön in den Graben rein und verrecken da. So soll das sein. Ja, die spasten da noch so ein bisschen in dem Graben rum. Das ist schon in Ordnung. Ja, der kriegt ja immer noch darum. Sag mal, hast du kein Zuhause, Kollege? Sag mal. Und der tut so richtig, als hätte er Spaß mit Freunden da unten. So richtig. Und kriecht da in den Stacheln rum. Ich weiß gar nicht, was der davon hat. Aber okay. Ey, wer kotzt denn hier? Irgendwer hat da an... Ey, wer hat denn hier jetzt gerade den Holzdings angekotzt? Hallo? Wo ist der Schuldige? Sprich, da hinten. Ey, Dicker. Hier in den Graben mit dir. In den Graben mit dir, habe ich gesagt. Komm. Komm.
Da, komm, wo bist du? Pickerchen. Ist er auch jetzt im Graben drin, oder? Ach, er ist da rüber gesprungen. Wie das denn? Ja, komm jetzt rein! Nein! Ich krieg dich da schon noch rein. Ach, er ist gestorben. Cool. Nö. Da liegt er. Okay. Ja, das war's jetzt, glaube ich, auch gewesen. Und um 6 Uhr morgens, würde ich sagen, verabschieden wir uns dann für diese Folge. Und es würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschalten würdet von 7 Days to Die. Denn dann wird es richtig spannend. Dann werden wir mit unserer geilen, geilen Eisenrüstung und unserem geilen, geilen Taschenmotorrad in unser geiles, geiles neues Häuschen fahren. Ich bin wirklich gespannt, was auf uns zukommt. So, und ich möchte hoffen, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Ich bin euer Badora und verdammt nochmal, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt 7 Days to Die. Es würde mich freuen. Bis dann und haut rein.